So, hi Leute. Ich bin mit meiner Frau unterwegs und ja, jetzt nutze ich das gleich aus, dass ich eigentlich meinen neuen Rucksack vorstellen kann. Das ist von Maxpedition, der Condadoo. Also wirklich, ich kann gleich sagen, wirklich ein geniales Teil. Er kostet zwar ein bisschen was, aber meiner Meinung nach rentiert sich das wirklich. Also geniales Teil. Ja, und jetzt möchte ich den einfach ein bisschen näher zeigen. Wie gesagt, Maxpedition Condor 2 Rucksack hat ein Backvolumen von 30 bis 32 Liter. Außenmaterial ist ein Tausender Dekodura Teflon beschichtet und Ionen auch schon im Regen außen getestet. Und Material ist wirklich genial, also zu 90% perlt das Wasser einfach ab und der Dreck auch, also wirklich geniales Teil. Und wie man sieht, also ganz typisch im Expedition, eben überall die Molle-System. Da hat er so einen D-Ring, kann man was tun hängen. Da hat er so einen Y-Verschluss, könnte man nachher, wenn man hinten jetzt nichts mehr drin hat, den zusammenziehen bis auf 9 Liter, dann hat man ganz einen kleinen Rucksack, also wirklich geniales Teil. Da seitlich überall das Molle-System. Da habe ich schon Bautschaben von Tasmanian Tiger. Da habe ich eben meinen Drangia-Kocher rein und zwei so kleine Dosen eben und Spiritus. Und die sind immer bei mir. Also man kann es wirklich also ewig erweitern, die Pouches. Das ist eben der Pouch eben für die Wasserflaschen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er auch heißt. Also wirklich super. Da neben von der Algene so Flaschen drin. Überall seitlich das Molle-System, da auch wieder Molle-System, also man kann es ewig erweitern. Wirklich, wirklich ein geiler Rucksack. Ja, wie gesagt, also die Reißverschlüsse sind wirklich, wirklich genial. Also Aikiki Reißverschlüsse, wie man da auch gut sieht, eben, sind wirklich ganz zusammen, also wirklich wasserfest. Ganz leicht zum Aufmachen und Zumachen. Wirklich ein geiles Teil einfach. Und ja, also man hat einmal da unten ist ein großes Fach. Geht auch relativ weit auf. Also, da ist einfach ein paar Utensilien drin. Ein Barcode mit ihm. Da hat man nochmal so ein kleines System, ein größeres Fach, da eine 3 Taschenlampe drin und ein Mullsack. Da hat man 1, 2, 3, 4 kleine Halterung für einen Stift oder so, irgendetwas. Und da hinten drin ist nochmal so ein kleiner Karabiner für Schlüssel oder sonst irgendetwas. Und auch eine kleine Tasche. Das größere Fach, da rum ist eben nochmal ein kleines Fach, auch mit Molle-System wieder, wirklich spitzenmäßig vernäht. Ja, das ist jetzt natürlich drin, das Taschenlampen, mein Säuerskwieser drin, Angelzeug, ja, hat wirklich relativ viel Platz. Also schon mal außen, bei den zwei Taschen allein und auch eben, wie gesagt, die Erweiterung, Trinkzeug und ja außen. Da habe ich noch mein Maxpedition Fetti Pouch. Da kommt da seitlich noch zu. Da habe ich einfach meine Küche mit, meine Kochutensilien, Öl, Essig, Schleifstein, alles Mögliche, was man so braucht halt. Fürs Buschkraften. So. Da gibt es nachher von Maxpedition so kleine Karabiner, eben, mit dem mache ich so
nachher einfach fest. So. Zusammen und deshalb der Adel aus. Das ist ein BY-Schlaufen und da wenn man wirklich sieht, das ist wirklich doppelt alles, also die wichtigen Stellen sind wirklich doppelt vernäht, also wirklich ein geiles Material. Da hat man auch so Schlaufen, da habe ich jetzt einfach so ein Bandel zu tun. Das ist ein Toast, wenn ich sowas mitnehmen möchte, eben, dann tue ich mir dann einfach so rein. So, bam, und das hebt. Da hat man auch nochmal so ein kleines Schlaufen. Da, wie man sieht, ist nochmal ein Henkel. Kann man es nachher super tragen. Also überall einfach Aikiki. Reißverschlüsse sind wirklich genial. Man kann's, also die Haupttasche kann man halb öffnen. Wenn man sieht, dass da ist meine Trinkblase drin, da nicht mehr raus tun. Also, hat man wirklich einen Haufen Platz drin, ist genial. Meine Unterlagsmatten, also die ist zusammengerollt ungefähr so dick, so lang, die bringt man da super genau rein. Also, man hat wirklich viel Platz. Ich sehe da nochmal ein kleines Taschel, ein Seitenfach. Kann man was rein tun. Da ist es so. So. Eine Gittertasche aus dem Meshmaterial. So, geniales Teil, wirklich ein Haufen Platz. Da habe ich jetzt meine Trinkblase drin. Zum Rückenteil, also das ist auch nochmal, die Gurt selber sind sehr gut gepolstert, also wirklich fein, wenn man sieht, eben da ist nochmal so Gummischlaufen, da sind alles nochmal seitlich schlaufen, also da kann man wirklich einen Haufen erweitern und rein tun, da ist eine breitere Schlaufe und ja, auch die ganzen D-Ringe und die Verschlüsse sind wirklich also robust und hält mir wirklich was aus. Es ist aus UTX-Flex gemacht. Eben. Wie gesagt, die Polsterung ist wirklich fein, also wirklich genial. Alles ist atmungsaktiv und auch rutschfest, also dass wir am Schulter nicht umeinander rutschen. Wirklich super Sache. Dann hat man eben, da hinten hat man nochmal ein Fachel drin. Also ich bin da jetzt mal einen Regenschutz drin für den Rucksack, Handschick, mein erste Hilfe-Kit und ja, so. Hat man da hinten dran auch nochmal einen Haufen Platz. Wie man da sieht, also da sind jetzt zwei Löcher drin, falls sie hinten drin, also normal, man kann auch die Wasserblase hinein, eben falls die Wasserblase bringt, dass eben da das Wasser rausrinnt. Wirklich genial. Bei der Gurt ist nochmal extra Brustgurt dabei, eben. Da ist da ein bisschen mit Gummi, dass er eben auf der Leistung bleibt. Und nochmal zusätzlich ein Brustgurt. Das ist ein normaler Gurt, ist nicht gepolstert, aber tut ganz leicht. Wie gesagt, kurze Vorstellung von meinem Expedition Condor 2 Rucksack. Wirklich ein Top-Teil. Das ist ja unten, wenn ich es ganz vergessen. Da ist nochmal so ein Gummi aufgenäht. 100% wasserdicht. Wenn man jetzt einen Boden einstellt, dann ist es feucht, dass ich sofort alles in den Rucksack rein ziehe. Das ist wirklich super. Also, ich habe da unten jetzt nochmal zusätzlich Schlaufen zu gemacht. Für den Rucksack, für den Schlafsack zu transportieren. Weil die Schlaufen, die dabei sind, sind ein bisschen kurz.
Riemen. Ich lasse doch nicht rein. Ja Leute, das war jetzt meine Vorstellung eben von meinem Maxpedition Condor 2. Wirklich ein spitzen Rucksack, kann ich wirklich empfehlen. Also hammermäßig durch ein ganzes Molle-System vielfach erweiterbar und robust, wirklich gewaltig vernäht. Also die wichtigen Sachen sind sogar doppelt vernäht. Und ja, das 1000er Cordura, also das hebt wirklich einiges aus. Ja, das war mal eine kurze Vorstellung von meinem neuen Rucksack. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Anregungen, Kommentare könnt ihr unten reinschreiben. Neue Abonnenten sind herzlich willkommen. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, ich hoffe, es war ein bisschen interessant, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.